Der Blick auf den Kontostand lässt die junge Beamtin verzweifeln. Um nicht ihren Arbeitsplatz zu verlieren, will sie nicht erkannt werden. Ihre Familie ist auf Nahrungsmittelspenden angewiesen, obwohl sie und ihr Ehemann als Beamte arbeiten. Seit 6 Monaten haben sie kein Gehalt mehr bekommen. Es ist sehr schwierig, die Kinder zu versorgen. Wir können die Schulgebühren nicht mehr bezahlen, haben Schulden angehäuft. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht durchmachen müssen. Im Bundesstaat Oshun ist fast jede Familie von der Krise betroffen. Denn außer staatlichen Jobs gibt es hier kaum Arbeitsplätze. Rund 40.000 Beamte hier in Oshun State warten seit Monaten auf ihr Gehalt. Letzte Woche sind einige von ihnen auf die Straße gegangen, um zu protestieren, und wurden dann von Schlägertrupps attackiert. Seitdem herrscht unter den Beamten ein Klima der Angst. Kaum einer traut sich, die Regierung offen zu kritisieren. Aktivist Sehi Bamidele vermutet, dass die jugendlichen Schlägertrupps von der Landesregierung mitfinanziert werden. Er zeigt uns Aufnahmen von einer Demonstration, bei der die Gewalt eskalierte. Die Wut der Protestierenden auf die ihrer Meinung nach korrupte und inkompetente politische Führung wächst. Es ist eine absolute Misswirtschaft der Regierung. Sie starten Projekte, die sie überhaupt nicht finanzieren können. Es ist doch klar, dass dann kein Geld für die Beamten mehr übrig bleibt. Der Sprecher des Gouverneurs hält dagegen. Nigerias Budget sei nun mal von Erdöleinnahmen abhängig. Und die seien durch den gefallenen Ölpreis stark gesunken. Es gibt mindestens 23 Bundesstaaten, die in dieser Krise stecken. Mindestens. Eigentlich schulden außer Lagos und Kano alle Bundesstaaten ihren Beamten Geld. Hier in Oshun kennt jeder die Finanzexpertise der Regierung. Es ist also eine nationale Krise, die auch auf nationaler Ebene gelöst werden muss. So it's a national crisis which has to be addressed at the national level. Genau darauf hofft auch die junge Beamtenfamilie. Letzte Woche hat der Präsident bereits extra Zahlungen von mehr als 3 Milliarden Euro genehmigt. Doch die Beamten befürchten, dass selbst diese Summe nicht reichen wird, um alle Schulden der Bundesstaaten zu begleichen.